Wassermarsch für ein gewaltiges Mammutprojekt. Hier geht das zweitgrößte Wasserkraftwerk der Welt im Südosten Chinas in Betrieb. In nur 4 Jahren ist die fast 300 Meter hohe Bogentalsperre hochgezogen worden, Kostenpunkt um die 25 Milliarden Euro. Die Gesamtkapazität des Megabaus 16 Millionen Kilowattstunden. So viel wie 2 der größten Atomkraftwerke der Welt zusammengerechnet an Strom liefern. Der Staudamm verfügt über insgesamt 16 Wasserkraftwerke mit einer Leistung von je 1 Million Kilowatt, ist die größte Einzelanlage der Welt, soll China dabei helfen, bis 2060 klimaneutral zu sein. Bereits jetzt sind weitere gigantische Wasserkraftwerke geplant, die noch größer, noch gigantischer werden sollen, um die ehrgeizigen Ökoziele in den nächsten Jahren zu erreichen.